Hallo, so spät noch ein Paket. Dankeschön. Tschüssi. Was hier drin ist, zeige ich euch nach einem kurzen Intro. Hey ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Seid ihr schon gespannt, was hier drin ist? Aber das Video heißt ja Evolution des Trail Addict. Und deswegen fangen wir mal ganz früher an. Das hier war mein allererster von der Marke. Und ja, ich habe den immer noch. Ich ziehe den tatsächlich noch zum Rasenmähen oder zur Gartenarbeit manchmal an. Ja, man sieht hier deutliche Abnutzung, der ist hier gebrochen und die Sohle ist ganz schön durch. Und nachdem habe ich mir den nochmal gekauft, aber als GTX, also als wasserdichte Gore-Tex-Variante. Das gleiche Spiel, der ist hier außen dann gebrochen und die Sohle ist ganz schön abgenutzt. Aber man muss dazu sagen, die haben jeweils schon über 2000 Laufkilometer weg. Und das finde ich für einen Trailrunning-Schuh wirklich überdurchschnittlich gut. Ja, und deshalb kam ich nicht umher, mir den nochmal zuzulegen. Und der ist jetzt hier drin. Aber es wurde einiges verändert. Wir packen mal aus, oder? Tada! Das ist er. Ja, cooles neues Design. Muss man sagen, farblich mal ein bisschen was anderes. Es gibt noch andere, schlichtere Farbvarianten. Ich dachte, ich probiere mal die bunten. Ja, dann hat man auch auf diese Verpackungssäcke und so weiter jetzt verzichtet. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Die fehlen mir wirklich nicht. Aber das Video heißt ja, ich habe es schon erwähnt, die Evolution des Trail Addict. Und das ist was ganz Wichtiges. Man hat nämlich ein grundlegendes Ding verändert. Und dabei auch auf die Problemchen der Läufer, die die tragen, gehört. Das finde ich echt cool. Danke an euch. Ja, bisher hatte der Schuh ja hier dieses Zip-Ding. Und da war das Problem, dass der immer hier oben aus dieser Tasche beim Laufen rausgerutscht ist und dann geklappert hat. Und das fühlte sich genauso an, als wenn die Schnürsenkel offen sind. Und da ist man eben wieder zurück zum alten, altbewährten gegangen. Und jetzt gibt es den ganz normal mit Schnürsenkeln. Ja, da kann natürlich dann, wenn man eine ordentliche Schleife mit Knoten macht, nichts mehr aufgehen. Finde ich cool. Ja, ein komplettes Schuhreview zu denen will ich jetzt nicht machen, denn ich habe ja schon mal ein Video über den Trail Addict gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben in der Infobox. Das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Nur mal ein paar technische Daten. 10 mm Sohle und 0 mm Sprengung, das heißt an der Ferse und vorne an der Fußspitze ist die Sohle genau gleich hoch. Das ist bei anderen Schuhen eher nicht üblich. Da hat man so eine leichte Sprengung und so eine leichte Neigung nach vorn. Auf die hat man hier verzichtet. Was natürlich Joe Nimble auszeichnet, ist das hier, die riesengroße Zehenbox. Ja, das ist ja den ihr Werbeslogan, Zehenfreiheit überall, und die ist hier natürlich gegeben. Und die ist bei mir bestimmt auch der Grund, warum ich schon so viele Kilometer, 2000, und ich rechne mal locker noch 2000 dazu, die ich mit meinen Ultreas und natürlich mit den Nikes und mit meinen Skinner-Socken und den Huaraches auch noch dann gelaufen bin. Also 6000 Kilometer verletzungsfrei bin ich unterwegs, seit ich die Geschichte mit der wenigen Dämpfung und mit der großen Zehenfreiheit mache. Ja, und das ist natürlich für mich ein Grund, weiter dabei zu bleiben, auf jeden Fall. Ja, ich sehe gerade, man hat hier hinten auf den schönen Spruch Eat my dust, friss meinen Staub, verzichtet leider. Früher stand das hier hinten dran, den hätte ich natürlich gerne weiterhin gesehen. Der feuert einen immer ein bisschen an, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, ansonsten sollen die Schuhe ein neues Material für die Sohle bekommen haben, was im Prinzip die Lebensdauer verlängern soll, weil der Abrieb nicht ganz so hoch ist. Also der größte evolutionäre Schritt des Trail Addict ist der hin zum Schnürsenkel. Ich bin mal gespannt,
wie sich das anfühlt, ob das irgendwie was ausmacht beim Laufgefühl. Aber eigentlich zieht sich ja hier oben alles genauso zusammen. Die Schnürung ist die gleiche. Es ist wirklich bloß der Unterschied, dass man halt hier oben einen Knoten und eine Schleife reinmacht. Ja, cooles Design. Vielversprechend durch die Schnürsenkel. Und das andere ist für mich schon bekannt und alt bewährt und wird sich natürlich genauso gut wieder machen. Davon gehe ich aus. Ja, wo kann man das denn besser testen als im Elbsandsteingebirge? Kommt mit und bleibt mir dicht auf den Fersen. Ja, mein erster Eindruck, ich bin absolut begeistert. Die Schuhe sind einfach nicht da, man merkt sie nicht. Und ich glaube, genauso muss das sein. Ich bin aber ja Joe Nimble mit der wenigen Dämpfung und der großen Zehenfreiheit auch schon gewohnt. Also wenn ihr da neu seid, wird das bestimmt erstmal eine Umstellung. Aber für mich gibt es jetzt hier keine Ecke und Kante im Schuh irgendwo, wo was drückt oder zwickt oder reibt. Ich könnte gefühlt jetzt ewig weiterlaufen. Eine Sache haben die neuen Schuhe und ich gemeinsam. Wir sind keine Höhenmeter gewohnt. Was ich am Anfang beim Auspacken gar nicht gesehen habe und jetzt erst später gefunden habe, das sind diese zwei Dinger hier. Ja, ich glaube, das sind keine Ohrenstöpsel, dafür sind sie zu groß. Aber die sind wahrscheinlich für so ein Zehentraining oder so gedacht. Ja, wisst ihr es ganz genau, wofür die sind? Ich zeige mal jetzt hier kurz, was ich denke. Ich sag mal, ich bin für die nächsten 1500 bis 2000 Kilometer Trailstrecke ganz gut ausgerüstet. Ja, der Schuh fühlt sich wunderbar an und die erste Strecke ist echt herrlich damit. Kann aber auch mit an der schönen Gegend liegen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, abonniert kostenlos den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.